Morgen. Ich mache gerade einen Kunstkurs, der geht 2,5 Stunden. Ich bin sehr gespannt. Ich werde das hier direkt alles in mein Journal reinbumsen. Es ist um 7 Uhr. Ich muss jetzt aufstehen. Ich habe jetzt gleich einen Workshop, den ich mache. Ganz alleine zur 5. PK irgendwie an einer Schule in Pankow. Ja, das ist so mein zweiter Job. Da mache ich sowas. Richtig cool. Ich freue mich auch richtig. Also ich glaube, ich habe sowas halt noch nie gemacht. Deswegen bin ich gespannt, wie ich das meistere. Aber ich habe starkes Selbstvertrauen, dass ich darin sehr gut bin, weil ich kann sowas eigentlich ganz gut. Also wir haben eine PowerPoint bekommen, mussten uns quasi nur darauf vorbereiten, wie wir das vortragen. Ich habe jetzt schon wieder weniger als 6 Stunden geschlafen, glaube ich. Ich muss wirklich richtig vorsichtig sein, dass ich nicht irgendwie krank werde. Das will ich mich gar nicht sehen. Ich habe da, also gar nicht, weil ich ja auch bald weg bin und ich noch meine ganzen Arbeitstermine wahrnehmen möchte und meine ganzen Freunde noch mal sehen will und so weiter. Also es war wirklich nicht gut. Digga, Leute, ich fühle mich wie so eine Lehrerin. Ich habe jetzt hier mein Smartboard, da darf ich gleich meine PowerPoint drauf projizieren. Und hier kommt meine Klasse. Wie crazy ist das? Ich bin richtig aufgeregt. Also was heißt aufgeregt? Ich bin richtig excited. Okay, ich bin jetzt hier schon wieder in der Uni. Und jetzt bin ich hier in so einem Tischlerkurs quasi. Wir stellen so ein Holzbrett her. Ich zeige euch das am Ende. Aber es macht jetzt schon Spaß. Ich sehe dich, Julia. So anstrengend. Die einzige, die ich habe. Das ist mir das Einzige, was bleibt gerade. 3 Kreuze, wenn ich zu Hause bin. Ich bin so fertig vom Tag. Also ich muss auch dazu sagen, ich habe gerade auch übelst Unterleibsschmerzen. Und ich habe auch jetzt 5 Stunden Workshop hinter mir. Ich zeige euch später noch das Produkt. Ich bin einfach müde. Ich habe auch nur 6 Stunden geschlafen. Ist einfach, ich bin so körperlich fertig. Ich fahre zu Hause, esse was und klapp ins Bett wahrscheinlich. Es war ein schöner Tag, aber nie ist anstrengend. Welcher Mensch macht Petersilie in einen Salat? Ja, safe. Das ist einfach der Ausblick von der HTW. Ich finde es so schade, dass ich hier wahrscheinlich nie wieder studieren werde. Das ist so schön. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein. Ich liege hier schon seit einer halben Ewigkeit auf dem Bett. Satine ist auch noch da. Die geht jetzt gleich nach Hause. Die hat bei mir gepennt. Puh, ich weiß gerade noch gar nicht, was ich mit dem Tag anfangen soll. Ich habe echt nicht so viel Pläne und vor allem auch keine Motivation. Deswegen, ich glaube, heute ist es für mich sehr wichtig, Dinge zu tun, die mir gut tun. Weil ich bin sehr in einer sehr schweren, niedrigen Frequenz. Das ist nicht so geil. Inzwischen sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Ist ja schon einiges an Zeit vergangen. Ich habe viel gejournalt. Ich habe Musik gehört. Ich werde jetzt lesen. Ich habe mich geschminkt. Bisschen fresh angezogen. Ich habe gemalt. Und jetzt setze ich mich auf den Balkon und werde da ein bisschen lesen mit der Regenluft, die noch da ist, weil es hat richtig doll geregnet. Versuche weiterhin etwas Gutes für mich zu tun. Bisher hat es sehr gut funktioniert. Ich gehe nochmal los. Im Schlabberlook. Weil ich gehe auch nur zu einer Nachbarin, Maria nämlich. Und werde da jetzt einfach ein bisschen mit ihr chillen. Die hat eh was zu tun. Ich bin schon seit vor um 8 wach. Warum? Weil ich gestern ultra früh schlafen gegangen bin. Und ich habe mir jetzt schon eine To-Do-Liste für heute geschrieben. Also ich bin auch nicht ewig verfügbar, weil ich ab 14 Uhr arbeiten muss. Aber das ist noch eine Menge Zeit. Also es sind noch 5 Stunden. Und ich habe auch schon eigentlich eine perfekte Reihenfolge. Also ich werde jetzt Yoga machen. Dann gehe ich los zur Sparkasse. Da muss ich noch was klären. Da muss ich einkaufen gehen, Essen einkaufen. Dann mache ich vielleicht noch meine Nägel, lese was und mache Beiträge für meinen Privataccount, weil es wird mal wieder Zeit. Ich habe Ewigkeiten. Seit Interrail habe ich da nichts hochgeladen. Es ist ein strikter Zeitplan, aber ich brauche es heute auch. Ich brauche heute wirklich Struktur, weil ich sonst wieder hier umhergammel. Zwei Tage habe ich gar nicht gemeldet, aber ich habe die 2 Tage eigentlich auch die ganze Zeit gearbeitet. Es waren auf jeden Fall 2 sehr schöne Tage
Und jetzt, heute ist Sonntag. Ich habe keinen Plan so richtig für den Tag. Also ich habe schon noch so ein paar Sachen, die ich halt erledigen möchte, bevor ich ja in ein paar Wochen einfach, also 2 Wochen, weg bin. Ja, ich kriege meinen Tag auf jeden Fall gefüllt. So viel steht fest. Ich glaube, ich gebe mich jetzt auch ein bisschen Sonnen. Ich habe den ganzen Tag rumgegammelt. Also ich habe viel telefoniert. Eigentlich gefühlt wirklich den ganzen Tag. Mit 3 verschiedenen Leuten. Mein Bruder ist auch noch gekommen am Ende. Leute, ich bin schon wieder in der Werkstatt. Wir haben jetzt Bewegung mit Sonnen. Scheiße. So. Junge. Okay, gut. Das sieht ja so richtig unspektakulär aus. Das gehört auch dazu. Aber mal gucken, was am Ende wird. Ja. Und hier haben wir schon eine drehende Jelena. Fancy. Was denn? Die Burger sehen richtig geil aus. Ja, Leute, also irgendwie sind meine Vlogs hier ein bisschen dünner gerade, weil irgendwie passieren halt viele Dinge, die ich auch gar nicht mitfilmen möchte, die zu privat sind. Sachen, die mich beschäftigen und so ein Kram. Und sonst im Alltag gehe ich halt zur Uni und bin zu Hause. Heute zum Beispiel bin ich auch wieder zu Hause. Ich werde versuchen, so ein paar Sachen zu erledigen, die ich halt noch machen muss, bevor ich weg bin. Und die nächsten Tage auch übrigens habe ich jetzt schon ganz viele Verabredungen noch mit Freunden und Familie, damit ich nochmal Tschüss sagen kann, bevor ich Ewigkeiten weg bin. Zum Frühstück einfach wieder Burger. Ich hatte jetzt schon ein Zoom-Meeting und jetzt habe ich gleich das zweite. Ich war auch schon irgendwie echt produktiv heute. Also ist auch eh generell ganz schön der Vormittag, weil eben die Freundin von meinem Bruder, Nike, da war und die mag ich auch sehr gerne. Gestern war ich ganz viel arbeiten und jetzt bin ich vom Arzt bei der Charité. Ich hatte heute einen richtig anstrengenden Tag, also was heißt anstrengend, aber es war einfach sehr durchgetaktet. Ich war erst beim Arzt, dann war ich in der Uni, dann war ich arbeiten und dann war ich hier mit Satine gerade im Park, war auch schön. Und jetzt gehen wir zu der anderen Arbeit und da ist jetzt so ein Treffen. Es wird ein bisschen Gossip geben und es wird interessant werden, sagen wir so. Wir sind gerade schon hier gefahren mit dem Auto. Auch übrigens morgen fahre ich mit Satine zu ihren Großeltern und zwar mit diesem Auto. Richtig geil. Jani, aber wir sind jetzt hier bei Tara draußen und grillen und gucken uns später eine Doku an über sie, wo ich auch drin bin tatsächlich. Mal gucken. Ich bin gespannt. Ich freue mich sehr. Und es ist auch generell so warm. Wir sind ja auf jeden Fall schon im Sommer. Also, I mean, wir haben auch fucking Juni. Insofern wurde auch mal Zeit. Ich freue mich auf die Wahl morgen. Da kommt so die Justin. Wir fahren jetzt zusammen zu Großeltern. Was hast du denn da alles dabei? Ja, alles Klamotten. We made it. Richtig geil. Das fühlt sich auch einfach alles an wie so ein Kurzurlaub. Ich habe es auch mit dem Auto alles geschafft. Das ist ja auch immer noch so ein Ding. Man denkt auch, wir ziehen um. Morning! Also wir haben schon gefrühstückt, meditiert, bisschen gechillt, rumgegammelt und gesonnt. Ich lieb's hier. Und jetzt gehen wir einkaufen und dann gammeln wir weiter. Ich bin jetzt gerade noch bei Satine. Wir sind gestern schon wieder reingefallen in die Stadt. Und dann heute Abend nochmal ein bisschen Party mit den Uni-Leuten. Also wenn ich noch mal kurz flexen darf, wir sind ja mit Auto gefahren, das heißt, ich bin jetzt wieder mit Auto nach Hause gefahren. Erstes Mal, ja, ohne irgendwie hin und her schlenkern. Also ich finde es schon irgendwie krass. Es ist irgendwie gerade mein biggest Flex, dass ich einparken kann. Ich schwöre. Macht mich auch richtig stolz. Es macht halt auch einfach Spaß. Ich habe übrigens neue Schuhe. Die weihe ich jetzt gerade mal ein bei einem schönen Spaziergang. Ich habe eigentlich so gar keinen Bock. Aber ich werde jetzt in den Park gehen und
meinen Unileuten Tschüss sagen. Also ich habe natürlich Bock, die zu sehen und habe auch keine Lust, die jetzt das letzte Mal zu sehen. Aber ich habe eigentlich gar keine Kraft und würde am liebsten zu Hause bleiben. Generell, der Tag war irgendwie richtig random. Also so, ich hatte nicht viel zu tun. Ich habe das, was ich machen wollte, habe ich erledigt. Ich war sogar draußen in der Natur, war spazieren, saß in der Sonne. Aber irgendwie war es kein guter Tag. War einfach langweilig und öde. Aber ich werde nicht ewig bleiben, das steht fest, weil morgen will ich auch arbeiten und so. Achso, ich habe übrigens auch schon ein bisschen angefangen zu packen. Ich hasse ja packen, ne? Aber muss ja irgendwann sein. Ist so irgendwie noch 3 Tage, dann bin ich weg. Nee, willst du nochmal erklären, was du machst? Hier ist nochmal die 81. Also ich gucke, welche Bingo-Zahlen da drin sind, weil ich brauche nicht mehr alle. Ich brauche nur noch die 11. Dann habe ich nicht ein Bingo. Blitz! Es gibt einfach so ein Licht. So eine coole Kamera. Hi. Das ist so cool. News, News, 24, News. Na, mach die fertig. Ich schaff das. Alter, pass. Ja, Leute, Mann, wir müssen gerade wirklich mehr genießen. Ich kann nicht rennen. Lass uns mal genießen. Ja, wir genießen alles zu wenig. Ja, also ich geb dir einen Tipp, mach das, Mittagessen mit Katrin. Nochmal Tschüss sagen. Ich gehe jetzt arbeiten. Gestern war ich arbeiten, heute bin ich arbeiten. Ja, und morgen geht's übrigens los mit dem Zug nach Leipzig. Ich habe noch nicht gepackt, aber das mache ich morgen früh. Yo, das Leben ruft. Jetzt wird gepackt hier. Ich habe ja schon angefangen. Ich muss nochmal komplett umpacken. Es ist auch viel kälter dort, als ich dachte, weil es ist ja auch super hoch dort. Ich bin richtig motiviert. Es wird ernst. Ich fahre heute in 4 Stunden geht mein Bus. Ich bin so excited. Und ich werde jetzt wirklich schnurstracks packen. Ich weiß gar nicht, ob ich das alles schaffe in der Zeit, aber muss ich ja. Ich brauche nur eigentlich fürs Packen mal ewig, deswegen. Nachdem ich heute früh meinen Zug verpasst habe und jetzt irgendwie 2 Stunden länger fahren musste, bin ich jetzt auch mal bei Leonie. Ich habe heute früh noch alles richtig schnell gepackt. War zu wenig Zeit. Ich habe es irgendwie ein bisschen falsch eingeschätzt. Anyways, wir fahren jetzt ins See. Wahrscheinlich. Ich freue mich. Die Queen. Ist das das Video? Schaut mal, wie lustig. Ey, wenn ich hier bin. Endet das Zimmer am Ende so. Ich hoffe, ich bin scharf. Also auch auf der Kamera. Spaß. Wir gehen gleich mal los in die Stadt. Irgendwie ein bisschen shoppen oder so. Bin in der Tokyo Drift Cars, Fast and Furious, der Euros, der hat der 100 Eaters. They won't fit in one SUV. No. SOS. They lost me the next 2 weeks. With a Canton Sprinter, 2 gallon of van. She took a shit for you. Wir sind jetzt hier gerade bei einer Freundin von Leonie und dann gehen wir in eine Karaoke-Bar. Jetzt am See. Es ist richtig schön, ist auch richtig warm und ich freue mich richtig, dass ich jetzt noch mal so einen Tag den Sommer genießen kann, weil morgen geht es ja richtig los mit Arbeiten und so. Ich fahre heute Abend übrigens schon in die Berge. Ich habe noch nie so ein krasses Unwetter erlebt. Das ist ein richtiger Eis. Digga, what the fuck? Eisbogen. Ich bin einfach schon in Italien. Ich bin in Bozen. Da sind Berge. Gestern waren wir ja am See und dann sind wir zu Leonie nach Hause, haben noch einen Film geguckt, was gegessen. Dann hat sie mich zurückgefahren und dann habe ich eigentlich auch noch geschlafen und Musik gehört und so. Und es war richtig schön. Ich liebe sowas. Jetzt hätte ich, glaube ich, hier irgendwo abgeholt, hoffentlich. Ja. Und dann fahren wir da irgendwie hoch und alles. Ich bin wirklich sehr excited. Ich bin gespannt, was jetzt auf mich zukommt.